Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ein kurzes Video, denn das wird mein letztes Video. Ich habe ja das schon gemerkt, dass ich die letzte Zeit eigentlich so gut wie gar nichts mehr gemacht habe. Dass Videos immer geringer werden, mit größerem Abstand. Hat damit was zu tun, dass ich ausgebrannt bin. Ich habe keine Themen, ganz einfach. Ich will nicht irgendwie einen Schmarrn machen, obwohl das habe ich ja eigentlich bis jetzt immer gemacht, gell? Ja, vielleicht wird man älter und weiser, also weißer auf jeden Fall. Der Kanal ist jetzt 5 Jahre alt, ist momentan in einer, ich möchte nicht sagen Sackgasse, aber er ist, ja, ich würde mal sagen, an einem Endpunkt angelangt. Bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen, naja, bloß weil du nicht oder weil du zu wenig Abonnenten hast und die auch nicht steigen, ja, stimmt so nicht ganz. Ich bin eigentlich mit dem Kanal nicht auf Erfolg getrimmt gewesen, das war er noch nie. Ich habe eine Zeit lang mal monetarisiert, hat ein bisschen was gebracht, ja, hat mir auch Abonnenten gebracht, aber eigentlich ist es mir egal, wie viele Abonnenten ich habe. 3740, ich glaube, oder 3840 und 3870 waren einmal die höchsten. Ich muss Respekt zollen an euch, weil wenn ein Kanal kein Content mehr bringt, dass dann trotzdem die Abonnenten so zahlreich da bleiben und nicht mit wehenden Haaren fliehen und deabonnieren, ist schon mal ein großer Respekt von mir. Und da verneige ich mich auch ganz doll. Ich finde es klasse, wie der Zusammenhalt war, wie wir immer fair miteinander, wie wir fair miteinander umgegangen sind. Wir sind immer höflich geblieben. Manche Kommentare waren nicht so höflich, die habe ich aber auch dann gelöscht, wenn es persönlich geworden ist. Und ich habe mir eigentlich eine schöne Zeit gegönnt in den 5 Jahren. Als ich den Soul gekauft habe, ist losgegangen, eigentlich schon vorher, aber so richtig mit der E-Mobilität ist es mit dem Soul losgegangen, was immer noch ein fantastisches Auto ist. Ich habe viel erlebt, viele persönliche Gespräche, die ich ohne den Kanal bestimmt nicht gehabt hätte, da bin ich mir absolut sicher. Ich habe Sachen erleben dürfen, die ich auch ohne Kanal nicht erleben hätte dürfen. Auch cool. Habe Möglichkeiten gehabt, die ich auch ohne den Kanal nicht gehabt hätte. Und ich glaube, dass ich ein bisschen oberpfälzische Mentalität in das große, weite Internet gebracht habe. Was, glaube ich, auch nicht verkehrt war. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wie gesagt, ich bin ausgebrannt, weil ich keine Themen finde. Und wenn ich welche hätte, dann habe ich keinen Bock zum Filmen momentan. Es ist einfach so. Hat was mit der Arbeit zu tun, da ich arbeitstechnisch jetzt momentan enorm eingespannt bin. Bin seit 1. Mai auch beim Betriebsrat der Siemens AG in Amberg. Und also außerordentlicher Betriebsrat. Und da kommen jetzt Themen auf mich zu, wo ich einfach, ich glaube, zeitmäßig einfach nicht mehr hinterherkomme. Das, was auch noch zusätzlich ist, die ganze Digitalisierung, die ich in der Arbeit habe und die, ja, mich schon sehr fordert. Nicht im Thema, sondern halt im Umgang mit anderen Menschen, das mir ein bisschen auf die Psyche schlägt. Und das dann auch noch privat umzusetzen, habe ich einfach momentan keinen Bock mehr. Was
in der ganzen digitalen Welt momentan für mich ganz extrem ist, ist die, und jetzt halte ich es mir nicht für einen Aluhutträger, wirklich nicht, aber die ganze digitale Überwachung, die wir haben. Ich habe zum Beispiel kein einziges Google mehr auf dem Handy, alles rausgeschmissen, weg. Ich sehe nur noch Werbung, Werbung, Werbung. Ob das YouTube ist, hat in den letzten ein, zwei Monaten extremst zugenommen. Das hat wahrscheinlich was mit den Zahlen zu tun, dass die allgemein ein bisschen zurückgehen und dass TikTok sehr modern ist bei den jungen Leuten und das spürt YouTube. Und das versuchen die mit mehr Werbung und immer mehr Werbung zu kompensieren. Bei Instagram ist es nicht anders. Ich kann mich nur erinnern, wie es damals war, bist du durchgegangen, da hast du mal hin und wieder Werbung gesehen. Jetzt ist ja jeder zweite, dritte Post der Werbung. Und mir geht das so auf den Sack. Dieses ganze Raffen und ich will und gib mir deine Daten, gib mir Kohle, auch bei YouTube eben, ja, hier Link könnt mich unterstützen und da unterstützt mich und dort unterstützt mich und das habe ich nicht gemacht, um Abonnenten betteln, bitte hier abonnieren und Glocke drücken, dann bleibt ihr immer, man muss ja nicht machen, aber das geht mir so am Senkel, dass ich einfach nicht mehr mag. Ich werde es jetzt so machen, ich werde den Kanal erstmal ruhen lassen, werde wahrscheinlich dann ein Video nach dem anderen unsichtbar schalten. Und irgendwann mal, entweder wird es dann YouTube von selber machen, wenn er ziemlich inaktiv ist, dass ihn dann löschen, oder ich lösche ihn irgendwann mal selber. Lasst mir aber da noch Zeit. Vielleicht relativiert sich das alles wieder und vielleicht überlege ich es mir nochmal mit einem gewissen Abstand. Den Druck, den ich mir selber gesetzt habe, den ich jetzt die letzte Zeit jetzt mir auch gesetzt habe, aber einfach trotzdem weniger gekommen ist es, ich muss wieder was machen, ich muss wieder ein Video machen, auch wenn ich schreibe, muss ich nicht, stimmt, muss ich nicht, ich verdiene damit nicht mein Geld, das ist ja kein Lebensunterhalt, sondern das ist ja Hobby und Hobby soll Spaß machen und das tut es mir aber nicht mehr. Wenn mir Motorradfahren keinen Spaß mehr macht, fahre ich nicht mehr und wenn mir Basejumpen ohne Fallschirm und ohne Seil keinen Spaß mehr macht, mache ich das auch nicht mehr. Ja, also deswegen seid mir nicht böse. Könnte sein, dass früher oder später, wenn mich der Rappe packt, dass ich ihn wieder reaktiviere oder wieder mit Leben fülle. Es hat Spaß gemacht. Das war eine super schöne Zeit. Und Dankeschön, dass ihr auch außerhalb von der Oberpfalz mich so begleitet habt in diesen Jahren und unterstützt habt in diesen Jahren und zusammen gelacht haben. Schon einige, glaube ich, keine unlustigen Videos gewesen. Aber wie gesagt, es ist eine Sackgasse, ich fühle mich momentan nicht wohl und ich möchte mir persönlich und privat keinen Druck machen mehr. Und deswegen sage ich jetzt erst einmal danke nochmal und ich wünsche euch viel Spaß. Verliert das Lachen nicht, verliert eure Mentalität nicht, verliert eure Ehrlichkeit nicht und eure gute Laune nicht. Tja, fällt mir trotzdem schwer. Aber Servus sagt locker, für immer, euer Focker. Naja, vielleicht für immer. Schauen wir mal. Aber für lange, lange Zeit. Peace. Fock, 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 mocker. Fock, 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 mocker. Fock, 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 mocker.